Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Friedrichmarsch. Wir werden jetzt zur anderen BGH fahren und Silage abliefern. Mal ganz schnell. Und dann werden wir die anderen Ballen einsammeln. Was auch noch gemacht werden muss. Und wie ihr seht, sind die ersten Wiesen bald wieder mehrreif. Natürlich warten wir ab, bis es zum maximalen Reifegrad sich entwickelt hat. Das heißt Stufe 3. Aktuell haben wir 1. Leider haben wir auf Feld 2 nicht alles düngen können und auf Feld 15 auch nicht. Ist leider so, war zu langsam. Ist aber nicht ganz so tragisch, in Anführungszeichen. Überlege ich gerade, ach, ist egal, wir haben ja eh gute Zeit. Wir müssen noch Ballen abliefern, wir müssen gar nicht haben, die Wiese extra. Aber die 3 wollte ich schon kaufen. Spätestens dann morgen. Weil wir haben aktuell so viel Arbeit, dass wir es nicht unbedingt gleich kaufen müssen. Und wir können ja ruhig die Silage bei der BGH abliefern, statt. Ja, richtig, wie gerade sind wir da? Hier sind noch Ballen, das ist gut. Da wird die voll sein. Ja. Lass mich hier stehen. Kümmern wir uns hier um die. Das ist der Kalk. Kalk streuen müssen wir auch. Habe ich mir ganz vergessen. Auf die 1. Müssen wir gleich mal einstellen. Ja. Das werden wir hier mal programmieren. Reisen wieder herum. Anführungszeichen. Kann er arbeiten. Dann können wir nach dem Kalk noch gleich düngen. Sich an. Ja, wir mal Kalk fertig werden. So. Der Krone. Die Aussehe der Düngermaschine. Der LKW. Für Milch. Haben wir genug Milch da? Ja, reicht nicht ganz. Aber gut, dann machen wir nicht magisch. Verkaufen wir die Milch erstmal. Mist haben wir auch noch da. Füllt sich langsam, ne? Ja, Bäcker. Haben wir so einen Bäcker. Haben wir richtig was zu tun. Ja, nicht so laut das geht. Mit Ton von Maschinen sind dann schwierig einzustellen, weil etliche Maschinen sind zu leise, andere wird lauter. Ecke ist geradeaus zu. So. Und die nächste Herausforderung ist die Vierer macht. Naja, jetzt ist immer gerade mal mitten im Sommer. Er hat es angefangen. Also gehen wir von aus. Dauert noch ein bisschen. Und noch habe ich gar nicht alle Felder gekauft hier. Also kann sich Zeit lassen.
Aber ich denke mal, zu Weihnachten wird es bestimmt fertig sein. Ich weiß nicht, im Frühjahr sogar. Mal sehen. Warten wir, ob unser Season immer klappt. Und ja, funktioniert auch. Ich hoffe, das Beste. Aber abwarten, ne? Die Tasse so grün. Der weiß. Den grünen Farbton. Ja, die Milch reicht nicht für den Verkauf. Für Nummer 3. Also müssen wir noch was tun. Wir fahren mal zurück zum Hof. Um dann die Silageballen zu holen. So, sind wir in eine andere Strecke gefahren, ne? stell ich gerade so fest. Aber das macht ja nichts, ne? Wir müssen wir halt rechts abbiegen. Viele Wege führen nach oben. Und alles auf unserem Hof. Kommen wir geradeaus. Können wir durchs Dorf fahren, ne? Und dann fahren wir rechts. So, wir kommen auf richtigen Wege hin. So langsam aber sicher kennen wir uns aus hier. Liga machen. Solange wir auf Straßen landen, ist das okay. Wie gesagt, zum Ernten brauchen wir auch mehr Maschinen. Wäre ganz praktisch, wenn wir dann zwei Drescher hätten. Zumindest zwei. Besser wären sogar nur drei, brauchen wir nicht. Aber je mehr Felder wir haben, umso mehr Maschinen wir haben. Denn die Zeit ist nachher. Ich will nicht sagen eng, aber es ist halt, es muss fertig werden, ne? So, Futter haben wir noch genug. So, wollen wir uns den Ballenanhänger. So, hätten wir anders fahren können. Ja, mal sehen, ob ich rückwärts hinkriege in Ansicht. Ein bisschen mit Eye-Tracking schwierig. Da nicht zu sehen. Ja, und da auch nicht. Ein Spiegel vielleicht, ja. Ja, der mittlere Spiegel ist nicht da. Naja, gut. Ein Außenspiegel vielleicht, ja. Wird schwierig, sag mal so. So, schnell zu unserem Feld Nummer 25. Wir wollen heute noch was schaffen. Dann müssen wir die Silageballen hinbringen zur Vega Süd. Ich meine, wir können ja auch mit einem Kalkstreuer düngen, so ist es ja nicht, ne? Dann müssen wir demnächst auch die Wiese düngen. Ah, yay, ich bin so gestresst. Habe ich lange nicht gehabt.
Also der Spezialball, 10.000 Liter drin. Das spart schon ungefähr mehr Zeit, also wir müssen nicht so oft fahren, ne? Und die BGH läuft lange, dazu sein, bis die alle weg sind. Das liegen die zwar alle im Trigger, nicht alle im Trigger, aber halt ein Großteil, und das braucht eine ganze Zeit, um die entsprechend zu verarbeiten. Ne? Im Grunde wäre es genau richtig, wir kippen einen Hänger ab und legen dann die Ballen drauf. Dann haben wir eine Weile, ja, Ruhe in Anführungszeichen. Kriegen wir nicht mit. So gar nicht. Jetzt fahren wir die Ecke lang. Mal schauen, wie ich die Bilder bearbeiten kann. Und sie, ja, aufnehmen und dann auf die richtige Größe kommentieren. Aber er darf nur 2 Megabyte haben. Das hatte ich ja mal gehabt, und war es 4, und da hat er gemeckert. YouTube. Und da geht's nicht. Da muss ich mich auch überall reinfuchsen, den ganzen Kram von der Bildbearbeitung etc. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Nächste Baustelle ist Musik. Musik im Hintergrund wäre nicht schlecht. Ich hätte ja theoretisch schon was. Aber die gefällt mir nicht so. Muss ich mal nächste Woche schauen. In aller Ruhe. Ein paar Testaufnahmen machen, dann könnte ich mal das probieren. So, Gras auch fertig. Jupp, Gras ist fertig, aber halt noch nicht. Komm rum, na, nix. Gras müssen wir nacharbeiten. Das ist rund programmiert und das ist dann entsprechend gut aus. Ja, jetzt kommt die Meldung, dass er fertig ist. Na, können wir innen an sich machen. Sieht jetzt besser aus. Oh, da ist Mais drauf. Das wäre der Hammer, ne? Aber das Feld kostet 1 Million. Ne, Mais? Ja, Mais. So, Uhrzeit. Der Kalksteuer hat noch 53%. Sollte ausreichend sein. Maus ist Quatsch, weil ich eh mit Eidranging arbeite. So, außen an sich brauche ich eine Maus. So, alle ist gut. Noch nicht ganz. So, schauen wir mal. So ist gut, hat er gleich mal gekluckt. Ja.
vorfahren. Jetzt hat er genug für die nächste paar Stunden. Dann haben wir noch hier eine Silage. So, können wir mal was mit anderen? Kalkstreuer. Das ist der andere. So, das sind schöne große Felder. So, kurz nacharbeiten. Und dann haben wir es ja geschafft, ne? Und da schauen wir gleich mal nach, was YouTube so zeigt von der Farmcom, so was Neues gibt. Senken wir auch. Ah, da vorne. Da geht's nicht, wenn es vorne eingestellt ist. Dann brauchen wir noch einen Holzvollernter. Weil im Winter machen wir Holz. Vielleicht die Ecke damit machen. Das ist schön bei rund. Das klappt ja im Grunde in der Mitte besser, ne? Ja, gut. So. Dicht rangehen. Ein bisschen was hören. Also ich danke schon mal alles fürs Zuschauen, die mir bisher gefolgt sind. Vielleicht werden es immer mehr. Genauso wie Abo oder Liken, alles, was keine Kosten verursacht. Kommentieren ist auch erlaubt, kostet auch nichts. Ich bin immer offen für Ratschläge, Kritik. Anregungen. Wünsche. Da gibt es ja das eine oder andere, was einer sehen möchte. Was lässt sich einbauen? Vielleicht möchte auch jemand mitmachen. Weiß man's. Bin ich für offen. Ein gemeinsames Projekt, wenn man so sagen würde, machen. Warum nicht? Immer melden. So, dann haben wir wieder geschafft für die Woche. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. So, dann seid mal Füße in den Gewinkel. Bleibt mir treu. So, haben wir gleich fertig. Dann können wir in der nächsten Folge entsprechend alles aufräumen. Und wieder Gras mähen. Und dann vielleicht ist er schon Season da. Dann seid mal. Ciao, ciao. Ciao.